Dein Hund hat plötzlich Durchfall bekommen und du fragst dich jetzt gerade, soll ich ihm etwas zum Fressen geben oder lieber 24 Stunden nichts zum Fressen geben, das heißt einen Fastentag einbauen. Daher besprechen wir jetzt in diesem Video, macht ein Fastentag Sinn, macht eine 24 Stunden Null-Diät Sinn, mehr dazu jetzt im Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin, ich bin Dias und ich dachte mir, ich mache in dieser kurzen Pause ein kleines Video für dich zum Thema 24 Stunden Null-Diät, Fastentag, macht das beim Hund Sinn? Ich werde auch ganz kurz auf Thema Fastentag und Katze eingehen. Aber bevor wir weitermachen, am besten hier unten jetzt gleich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann geht's gleich weiter. Mir ist wichtig, dass wir gleich auf den wichtigsten Punkt in diesem Video eingehen, nämlich für wen eine Null-Diät kein Thema ist, nicht angewendet werden soll und auch wirklich zu Problemen führen kann. Daher bitte genau aufgepasst. Wichtig ist, bei Welpen, Katzenwelpen, Hundewelpen, sollte keine Null-Diät, keine 24 Stunden, 16 Stunden, 12 Stunden Null-Diät angewendet werden. Sie haben einen schnellen Stoffwechsel, benötigen immer Energie, daher keine Null-Diät. Bei Hunden, bei kleinen Hunderassen, bei Hunden unter 5 Kilogramm sollte auch keine 24 Stunden Null-Diät angewendet werden. Bei Hundesenioren, jetzt habe ich es richtig, auch keine 24 Stunden Null-Diät. Natürlich bei Hunden, die gesundheitliche Probleme haben, wie zum Beispiel eine Leberproblematik, oder bei Hunden, die chronische Durchfälle haben, ist eine 24 Stunden Null-Diät nicht zu empfehlen, sollte man nicht anwenden. Und ganz wichtig, allgemein bei Katzen, keine 24 Stunden Null-Diät. Es kann schnell zu Leberproblemen führen, denn der Körper der Katze, der ganze Stoffwechsel der Katze ist darauf hingewiesen, dass sie ständig kleine Portionen zu sich nimmt. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir auf die Punkte. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was ist der aktuelle Stand bezüglich 24 Stunden Null-Diät? Es gibt zwei gängige Meinungen zum Punkto 24 Stunden Null-Diät, Fastentag. Eine kleine Ergänzung, 24 Stunden Null-Diät, Fastentag, das ist dasselbe. Nun kommen wir zu den zwei Meinungen. Die eine Meinung sagt, okay, wenn mein Hund plötzlich Durchfall bekommen hat, dann kriegt er 24 Stunden lang gar kein Futter, damit sich der Darm erholen kann. Damit sich der Darm nicht mit der Verdauung von weiterer Nahrung, mit Enzymen beschäftigen muss, mit Aufnahme von weiteren potenziellen Keimen. Nein, der Darm braucht Ruhe, damit er sich auf die Regeneration fokussieren kann. Ganz wichtig ist es, dass man darauf achtet, dass der Hund dann ausreichend trinkt, ihn zum Trinken animiert und dass er nach 24 Stunden wieder langsam zum Fressen beginnt. Wiederum, die andere Gruppe bzw. die andere Meinung ist folgende. Wenn ein Hund plötzlich Durchfall bekommen hat, dann kommt er auf keine 24 Stunden Null-Diät, sondern bekommt gleich Nahrung. Leicht verdauliche Kost, Schonkost, das heißt Reis mit Hühnchen, die morosche Karottensuppe, mehr dazu findest du hier und unten in der Videobeschreibung. Und man bietet ihm kleine Mengen, aber dafür häufiger verteilt an. Warum? Aktuelle Studien besagen, dass eine Darmentzündung, besonders viraler Ursache, dass es vorteilhaft ist, wenn man dem Darm gleich Nahrung zuführt. Denn der Darm braucht zur Regeneration Nahrung und daher sollte man es in kleineren Mengen, in kleineren Proportionen, leicht verdauliche Schonkost anbieten, damit man eben die Regeneration unterstützt. Ich kenne nun Hundehalter, die der einen Meinung sind, Hundehalter, die der anderen Meinung sind. Das heißt, Hundehalter, die sagen, wenn mein Hund plötzlich Durchfall hat, ich setze ihn auf eine 24 Stunden Null-Diät und damit ist das Problem erledigt. Wiederum andere sagen, ich gebe meinem Hund bei Durchfall Schonkost, Reis mit Hühnchen oder die morosche Karottensuppe und somit ist das Problem dann auch erledigt. Was ist meine Meinung? Dazu kommen wir jetzt gleich. Und meine Meinung ist, dass beide Meinungen recht haben. Denn im Video Durchfall bei Hund und Katze findest du hier und unten in der Videobeschreibung habe ich die 24 Stunden Null-Diät empfohlen, weil ich denke, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und ich kenne auch viele Hunde, die bei Durchfall einfach keinen Appetit haben und von Haus aus einen 24 Stunden Fastentag Null-Diät einbauen und dann sollte man den Hund nicht zur Nahrungsaufnahme zwingen, sondern 24 Stunden mehr Wasser anbieten, ihn zum Trinken animieren, um
den Darm eben eine gewisse Pause zu geben. Wiederum tendiere ich momentan immer mehr und mehr dazu, Schonkost möglichst bald anzubieten, wenn der Hund Appetit hat, damit wir eben eine Regeneration unterstützen, eine Regeneration fördern. Somit ist meine aktuelle Empfehlung, wenn der Hund plötzlich Durchfall hat, ihm es ansonsten gut geht, dann biete ihm gleich Schonkost an, zuerst vielleicht die ersten 10 Stunden die morische Karottensuppe mit ein paar Stückchen Hühnchen und dann kann man Schonkost anbieten, 3, 4, 5 Tage lang, bis sich der Stuhl wieder normalisiert hat und dann langsam auf seine normale Kost, auf sein normales Futter umstellen. Ich hoffe, du konntest in diesem Video etwas mitnehmen, etwas lernen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Die Pause ist nun um. Ich muss weiterarbeiten. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner.